Herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Anno 1701. Und der Schmied reist genau jetzt natürlich ab. Ja, 1701, Anno, nicht Venedig, nee. Der Fluch des Drachen, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen unter Zugzwang, weil wir ja eigentlich ein bisschen was noch vorhaben, mehr oder sein soll. Nehmen wir direkt alles Holz mit. Ist besser. Jo, dann gehe ich direkt mal nach oben, hol uns die Insel hier. Weil es wäre trotz allem relativ wichtig, dass die Insel uns gehört. Dann haben wir direkt hier die unten und dann haben wir, glaube ich, schon mal einen ziemlich guten Start an den Tag gelegt. Obwohl uns ja immer noch ein paar Mitspieler und so weiter fehlen, aber hey. Ich habe Edelsteine plus Gold, natürlich gibt es bessere Inseln, das ist klar. Aber lieber zu viele Inseln als zu wenig. So, wie sieht es mit euch eigentlich aus wegen der Wolle? Habt ihr euch alle schon in der Wolle? 5 Tonnen, okay, Nahrung, man sieht es, wir haben im Prinzip zu viel Nahrung, also 2 Fischerhütten ist eigentlich zu viel für die bisherige Siedlung, also natürlich wieder mal ein bisschen ausbauen. Ja, das war's auch schon. Wegen dem lieben alten Holz, ich kann natürlich momentan mal verschieben ging nicht, wa? Ne, verschieben ging jetzt gerade in diesem. Also das ist von der Straße. So. Dann hat er gerade daran halt gewisse Gebäude zu verschieben, aber okay, geht natürlich auch so. Ein bisschen. Er braucht jetzt vor allem auch am Anfang ein bisschen viel Holz. Und jo. Mal schauen, wie es heute so läuft. Bisher lief es eigentlich sehr, sehr friedlich noch in der ersten Folge. Das ist natürlich auch sehr schön, keine Frage. Aber ob das auch so bleibt, ist eine gänzlich andere. Passt perfekt hier, wa? Falsch hier. Die Anzahl Häuser kann man durchaus so belassen. Sieht scheiße aus hier oben. Man sieht es hier oben noch wieder. Ja, Bilanz nicht gerade so erprickeln, wo ist mein Schiff hin? Ah, da ist sie ja. Das ist noch eine Krücke, wa? Was ist meine gute Neptun? Die hat immerhin 8 Tonnen Kanonen. Anzahl der Feuerkraft halt. Da müsste eigentlich 8 Tonnen sein an Kanonen, aber naja. Laderaum immerhin bis zu 40, hä, jede Kammer. Und als Kosten, ja. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Das müsste die Kapelle sein, aber erstmal gehört das Island hier offiziell mir. So, ich hau wieder ab, weil du weißt nie, wann hier noch irgendwie so ein Typ hier ankommt. Es kann sofort losgehen. Gleich nach unten und holen uns das Island hier. Ja, und dann muss aber dazu mal ein bisschen sputen. Weil eben, ich weiß nie, wann mal meine Gegner das Gefühl haben, sie müssen mich mal angreifen. Da haben wir momentan echt keinen Bock drauf. Nach Glaube, man sieht natürlich sehr schön, wo ich eine Kapelle hinbauen könnte, wo es auch irgendwo noch Sinn ergäbe. Ich kann eigentlich hier noch ein bisschen ausbauen. Dann gibt es eigentlich durchaus Sinn, die hier zu machen. Hat ein bisschen, mal ganz kurz, hat ein bisschen was von der Zitadelle der Zeit, oder? Ja, ein bisschen zumindest. Ach ja, friedliches Dasein. Könnte es nicht immer so schön sein? Ja, wer weiß das schon. Denk mal weiterbauen. Zack, wie weit komme ich hier? Na, bis so weit, wa? Naja. Machen wir eins weiter. Eine Straße bauen könnte, dann kommt der dahin. Die Siedler werden die Entwicklung eurer Insel noch schneller vorantreiben. Oh oh. Scheiße! Hier, sperren. Oh, meine Fresse, die Bienen. Oh, da wurde gar nichts. Ich habe den Knopf vergessen, scheiße. Problem ist, weil ich mich weiterentwickle, machen die Gegner auch. Gut, die Schweren, die machen sowieso. Zum Beispiel zu unserem normalen, also nur einen normalen Gegner. Der Mann sagt sich auch, okay, Michael ist auf Siedler, geh auch auf Siedler. Scheiße, das wollte ich doch nicht, dass die schon. Oh. Ja. Das ging schnell, wa? Mhm, ich finde es allerdings auch.
Allerdings Siedler. Natürlich wollen sie auch mehr, ist logisch. Warte mal ein bisschen beobachten, ob das gleich abnehmen wird, ob es etwas stagniert. Alkoholbedürfnis, ist klar, Tabakwaren, Bildung. Das produzieren wird lustig. Ja. Mal schauen, Leute, mal schauen. Bin ich schon mal hier unten mit dem Schiff? Müsste bald, wa? Ja, da oben kommt er schon. Der Nebel lichtet sich. Jetzt kommen die mir ja schon mit den Siedlern, ey. Mm. Bau das mal so. Was, man sieht gerade ein bisschen wenig. Weit kommt noch die Kapelle. Ja, dann noch relativ weit. So. Dann hier unten, hier hinten natürlich noch verbinden. Ich glaube, das war bei 1701 damals so, dass man gar nicht verbinden musste, die Gebäude. Also, die waren auch so verbunden im Prinzip hier mit allem. Wow! Ein bisschen Ansehen, eine Steuerschraube. Ja, so ist die Gegner manuell, da muss man nicht automatisch, muss man manuell verschieben. So, natürlich aufsteigen, nur wenn es ganz grün ist, ist logisch. Aber ist mir scheißegal. Müll. Hm. Gut, lassen wir es so bis zu 39. Ja, es geht jetzt doch wieder voran. Ich habe hier ein paar Gebäude, ein paar Pioniere. Ich könnte jetzt im Prinzip auch alles schon auf Geld machen, wenn die gar nicht mehr eins sind. Ich will hier eigentlich ausbauen, hier hinten. Ausbauen mit dem Haus bauen. Glauben wir so viel reich bis zur nächsten Zwischenstraße. Ja, doch, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Haben wir eigentlich schon neue Bauoptionen bei den Siedlern? Wachhaus, Ziegel, toll. Wir fangen an hier mit der Lehmgrube. Die wir direkt hier haben. Dann hat die Ziegel ein Münsterling errichten. Nee, geht's bitte ein bisschen besser hier? Dankeschön! Jo, eine Ziegelei. Also hier, Ziegelei. Ich habe echt nur eine, stimmt das? Es ist echt nur eine. Ja, eine Lehmgrube ist eigentlich relativ wenig. Also wäre es eigentlich lieber, wenn es eine Lehmgrube wäre, beziehungsweise zwei Lehmgruben wären dafür nur ein Marmorfork, weil Marmor brauchst du echt selten hier. Aber Lehm, das ist... Ich wollte gerade sagen, hallo Musik, wo bist du hin? Hä? Ich meine, der Sounding ist leise. Ja, hoffe es nach dem Let's Play nicht so. Hä? Wieso plötzlich? Also jetzt geht's wieder, jetzt habe ich das Ganze ein bisschen lauter gemacht, aber... Soundeffekt ist... Gesamtlaut? Aber jetzt wird er lauter, Alter! Gut, ich hoffe es liegt an meinem Kopfhörer und nicht im Spiel selbst. Was hast du wieder für ein Problem? Hier bitte abholen. Ich komme schon, ich bin nur ein alter Mann! Dann renn schneller! Meine Güte. So. Wie sieht es in der Nahrung aus? Müsste relativ normal sein. Das geht auch noch nach oben. Erstaunlich, wa? Ein einziger Webstuhl macht das alles. Und ich habe, glaube ich, im Lager echt nur Wolle. Ja. Wollen wir die Wollen? Diese Warenkammer, 3 Tonnen, immerhin mal. Ein bisschen was. So. Da kommt mein Schiff. Gut, Holz brauchst du gar keinen, aber natürlich Werkzeuge.
Logischerweise. Ich kann nur 50 insgesamt machen. Ich könnte natürlich mal versuchen abzugraden hier. Das geht. Erst mit ein paar Ziegen. Moment, ich habe gleich 4. Ich habe gleich 4. Wir haben gleich 4, Freunde. Wir haben gleich 4. Na, komm, komm. Ich habe 80 insgesamt. Ich habe auch noch ein Ziegel. Ein Ton Ziegel mehr. Come on. Nur 26. Geil. Jetzt mach doch endlich mal. Na, oh, Spiel. 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 Geht doch. Jetzt haben wir schon mal 90. Sehr gut. Wie sieht eigentlich unser neues Konto aus? Ja, das kann sich sehen lassen. Nicht schlecht, der Specht, wa? Okay, ansonsten hier oben sieht es doch einigermaßen. Dann zeigen wir, ob wir zu viel Holz haben, wa? Mal abreißen. Scheiße, was soll das? Ja. Gehört halt zum Leben dazu. So, der hat noch. Der ist noch im Kirchenbereich drin, sehr gut. Die Kirche hat ja eigentlich echt großen Einfluss, wa? Der Einfluss der Kirche ist überall. Schnauze. Wenn es mit der Nahrung noch so gut läuft. Ja, sowieso gleich auf dem Plus bin. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Ernsthaft jetzt? Ja, natürlich. Tschüss. Nein! Boom! Tschüssikowski. Ja, so schnell kann es gehen. Immerhin sehe ich schön, wo ich überhaupt noch Zugang zum Dorf hätte. Ja, mach's halt hier. Ich finde wunderschön, wo man nachher noch die Schule hin muss. Das war clever. Er hat uns zerstört! Milord, wie konntet ihr nur? Naja, ihr wart im Weg! Shit happens! Ja, aber du da hier oben ist auch im Weg. Hm. Interessant ist doch teilweise, mein Bildschirm plötzlich blau verfärbt im Hintergrund. Sie redet sehr, dass es ständig so ist. Ich hoffe, sie sind nachher auf YouTube so. Hä? Wieso ist mein Hintergrund plötzlich blau? Also, blau ist irgendwie so ein ganz, ganz dünner Rahmen, der irgendwie blau wird. Es plötzlich nicht mehr. Ja, so ein Blau wie das hier beim Haus jetzt. Da kann natürlich jetzt im Spiel liegen. Nicht mal aus dem Spiel schieben, wa? In diesem Sinne schon. Okay. Und natürlich gleich mal eine neue Webstube noch. Also, neu. Eine weitere. Eine Lei kann das alles erpacken. Was irgendwie auch logisch ist. So. Natürlich auch den ein bisschen doof gebaut. Naja, der schafft nicht alles. Du aber schon, oder? Ja, du hast 100. Ein Feld drin ist kein Problem. Zwei könnten. Nein, wir müssen eigentlich trotzdem gehen. Ja, ab 100. Gut. Also noch 100. Okay, okay. Sehr schön. Die Ziegen kommen auch. Wunderprächtig. Dann vielleicht doch mal noch überlegen, hier unten noch mal ein Konto zu errichten. Der hat echt ein bisschen Mühe hier unten. Der unten noch mal. Und nee, komm, mach hier noch mal eins. Ist ja kein Problem im Prinzip. Ich hätte aber trotzdem gerne alle mal ein bisschen in der Nähe. Seid auf gleicher Höhe, man natürlich. Na komm, scheiß drauf. Mach es halt hier. Dann machen wir nämlich hier vor allem die Holzfällhütte mal fürs Erste. Dann müsste es auch ein bisschen schneller gehen, die abzutransportieren. Okidoki. Ja, jetzt. Scheiße, ich hab den falschen gemacht. Mir fehlt die Straße zum Glück. Ja, der kommt ja schon. Bist du auch weg? Du auch? Hier oben ist ein bisschen doof. Und ich baue nochmal zwei hier unten. Und zwar
das müsste gehen vom Platz her. Das müsste auch gehen, ohne dass ihr euch irgendwie in die Haare kriegt. Jo. Straßen. Muss erstmal Bäume pflanzen. So. Jo. Eigentlich noch alles tutti frutti. Sehr gut, Leute. Wie geht's jetzt weiter? Wenn wir schon mal dabei sind und mal sagen, wir mal das Schiff ausschicken. Auch wenn es gefährlich ist, ich weiß, aber. Ein Problem ist halt mittlerweile. Seit mein lieber Oscar von mir gegangen ist, freue ich mich sehr über Gesellschaft. Hä? Wo hab ich die entdeckt? Wo ist die Alte? Die hat vermutlich mich entdeckt, anstatt ich sie. Ja, das ist die leichte Gegend, das spielt sowieso keine Rolle. Jo. Weiter geht's, wa? Ich kann auch noch upgraden, ja, das wird gehen. Okay. Eigentlich hier oben noch eigentlich nie. Ah, hier wäre es noch ganz praktisch. Ah, jetzt haben die erst zwei Marken, okay. Ist hier erst einer? Ach du Scheiße. Bitte auch noch, dankeschön. Das Geld steigt und steigt. Das war natürlich sehr. Bereits 80 hier, 25. Riskier es mal, wa? Ich werde jetzt mal manuell upgraden. Ich könnte eure Unterstützung gebrauchen. Pionierhaus. Das ging ja gar nicht, stimmt. Das war ja 1701. Sei mir gegrüßt. Das ist jetzt eine Insel oder was, okay. Blocktal. Unser neuer Nachbar. Der ist jetzt ja schon relativ weit, hm? Hat auch geschnallt. Okay, Michael Siedler, mach jetzt auch. Mich ein bisschen kopieren. Ah, oh, der hat natürlich eine Hopfeninsel. Scheiß, die Wampf, das fehlt bei mir. Ja, toll, ich hab die. Aber ich kann daraus keinen Alkohol gewinnen, versteht ihr? Das ist ein kleines Problem. Hm, seht ihr, Hopfenplantage? Ich brauch Hopfen. Sonst ist Hopfen und Malz verloren. Scheiße. Ja, gut, es war eine kleine Insel. Er ist jetzt normaler Gegner. Ich könnte natürlich sagen, okay, ich baue hier auch hin, ist mir scheißegal. Cooles Gebilde. Wir sind Kumpel, wir kommen miteinander klar. Könnte ich machen. Ob es clever ist, ist eine andere Frage. Wie gesagt, als normaler Gegner kann man es riskieren. Das war die andere, wa? Achso, du hast die gebaut. Pieperbach? Hat die Insel echt übersehen die ganze Zeit? Das ist eine Nachbarinsel, die hat Hopfen. Ja, dann muss ich hier bauen, weil wo soll er sonst hin? Neues Land gesichtet. Ja, das wäre noch richtig lustig. Ja, wie gesagt, also beim normalen Gegner würde ich gar mich trauen, noch was zu bauen, da ist gar kein Problem. Beim schweren Gegner, nee. Das mache ich nicht, weil das ist eine Kriegserklärung. Ja, ja, hin, eine gute Stube, mal gucken. Die gute Stube. Nur heraus damit! Was bedrückt euch? Relativ viel. Ich brauche Hopfen. Hast du Hopfen? Ich gebe dir Malz. Hallo. Hi. Finn? Wir gehen Kontakt zu anderen knüpft. Wenn Völker Lampen ein. Eben, den kenne ich gar nicht, den Charakter. Nur heraus damit! Was bedrückt euch? Hallo. Wir sind geneigt, euch Audienz zu gewähren. Nö, kein Bock. Was bringt dich zu mir? Der Hopfen. Der Hopfen bringt mich zu dir, lalalala, hopp. Er hat Schaden gekriegt, scheiße, das heißt, irgendwo sind hier Piraten in der Nähe. Nein! Okay, wo ist mein Schiff? Du bist hier. Es kann sofort losgehen. Was braucht er überhaupt? 15 Tonnen Holz, das sind im Prinzip billige Aufträge. Du musst sie machen, ist logisch. Gut, kann ich euch eigentlich entwickeln? Manuell geht nicht, wa? Obwohl, ich muss erstmal Steuerschraube hochschrauben. Steuerschraube hochschrauben, hm. Das sagst du eigentlich auch selten, wa? Runter. Entschuldigung, das ist ja zu dem Vorteil. Ja, das ist echt das Problem. Ich kann da nicht manuell. Aber ich glaube, das war doch 1701, wo alle sich entwickeln konnten. Weil ab 1404 war es so, dass nur mit Teil sich entwickeln konnten. Da sagen wir. Pro Evolutionsstufe konnten nur etwa 80% zur nächsten gehen. Etwas so war das doch damals.
Also bei 14.04, da sowieso. 2017 glaube ich auch. 22.05 war es auch so garantiert. Ich glaube, hier war es aber nicht so. Das heißt, konnten alle Konzepte weiterentwickeln. Kommt schnell. Ja, mein toll. Leben ist in Gefahr. Ey, bitte was? Ich höre was, aber sehe nichts. Das müssen Piraten sein. Ein schwerer Gegner wird die niemals angreifen. Die NPCs untereinander sind noch freundlich gesinnt. Was soll ich machen mit dem... Die ist doch wahnsinnig, die Alte. Doch, kann sie manuell... Okay, ja, kann sie manuell upgraden. Sehr gut. Weil es den Leuten zu überlassen... Es gibt echt, was ich alle da upgraden kann. Wenn ich es denn so will. Machen wir hier unten weiter. Weil die geben uns viel Geld. Und Geld für die Welt ist wichtig. In 3 Minuten, okay. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Dankeschön. So. Holz holen, Marktkarren, please mach. Dankeschön. Ach, 15 Tonnen Holz, ist relativ wenig, wenn wir eher sehen, vor allem weil wir schon so viel haben. Wir haben keine Werkzeuge mehr! Nein! Gut, dann muss man das natürlich so machen. Was er generell eigentlich immer so macht am Anfang. Ist schon eher. Und zwar Werkzeuge einkaufen, sprich permanenten Auftrag machen für einen Händler. Fühlt sich mal von Anfang. Ja, ist halt einkaufen und der Verkauf. Wir können natürlich mal ein bisschen verkaufen hier. Beispielsweise mittlerweile Holz, weil es ist schon relativ viel, was wir haben. Bis 50 kann ich gehen, wa? Weil man muss hier aufpassen, ne? Da steht hier angestellter Lagerbestand. Wie viel will ich am Schluss noch haben? Man kann pro Tonne 6 verlangen, man muss pro Tonne 45 hier. Das ist einfach nur Beschiss. Der Bierwagen füllt ihr Warenlager mit Alkohol. Das ist scheiße. Weil Leute bezahlen natürlich jetzt mehr, wenn sie Alkohol haben. Würde ich ja auch, hä? Wenn sie sagen, oh, gibt Alkohol, er schenkt aus, geil. Ja, aber was ist mit, wenn es plötzlich mal keinen Alkohol mehr hat? Oh, dann bin ich richtig da aus. Wie versprochen, meine Waren. Hab Dank. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen gewesen. Ist ja auch Problem. Die eine oder andere Forschung finanzieren, oder? Ja, irgendwie schon, wa? Muss ja leben. Der freie Händler ist sicher stolz auf euch. So wie ich. Dankeschön, meine Tante. Stoffe kommt. Eigentlich alles geil. Bis auf Werkzeuge. Wie kann ich eben, als hier unten war? Kleine Werft. Werkzeug 8. Scheiße. Schule. Werkzeug 5. Ist auch scheiße. Logenhaus. Das ist eigentlich ziemlich geil. Und damit ziemlich viel erforschen kann. Natürlich auch Spionage und so weiter und so fort. Waffenschmiede. Mhm. Ja, hier, das war bei 17.01 auch so, dass ein bisschen mehr Wert auf Waffen und so weiter gelegt wird, als noch bei anderen Teilen war. Bei 14.04 und bei 2070 sowieso. 2005 auch. Da war es eigentlich eher so, dass ein bisschen weniger Wert drauf gelegt wurde. Da haben wir noch Rumbrennerei. Produziert Alkohol. Natürlich eine Option, war, dass ich keinen Hopfen habe, sondern halt eine Rumbrennerei, weil ich habe hier unten habe ich ja Hopfen. Also Hopfen mal also nicht verloren, ne? Es geht. Gut, damit hätten wir dafür gesorgt. Was ist mit dem Alkohol? Ich brauche eine Tabakplantage. Super. Wo zum Beispiel habe ich hier... Die Überfahrt hat sich ausgezahlt. Dankeschön. 22 Anlage, okay. Ja, mittlerweile läuft es eigentlich sehr gut, hä? Muss man mal so lassen. Ach da, es steigt alles noch, so wie ich es eigentlich gerne hätte. Sauwort ist eigentlich eigentlich. Eigentlich. Ich komme jetzt wieder zurück, nehme wieder mal etwas so viel Mittel am Konto, braucht gar nicht so viel, oder? 5 und 3, okay. Jo, gehen wir mal ein bisschen auf die Suche nach neuen Inseln. Gut, wie gesagt, es geht jetzt eigentlich. Ich habe hier oben zur Not noch ein bisschen davon, je nachdem, ob ich halt Blüten oder Honig noch brauche.
Ich habe noch Fisch, ich habe einen Walfang noch, ich habe noch ein bisschen Erz. Okay. Ah ja, Werkzeuge. Wo habe ich das überhaupt? Ah, hier. Das kostet noch. Benötigt Eisenwerk produziert Werkzeuge. Eisenschmäh, benötigt Eisenerz und Holz. War noch ziemlich viel hier, oder? Aber ich habe ja eins. Ich glaube, eins reicht sogar für Werkzeuge. Wo habe ich's? Ein neues Eiland wurde gesichtet. Sehr schön, danke schön. Wo ist das Teil? Hä? Ach so, da oben. Hab gar nicht gesehen, ey. So schwarz, wie es war. Schwarz wie die Nacht. Gut. Oder auch schlecht, je nachdem. Jetzt haben wir das. Muss mal gucken. Ich brauche gar kein Eisenerz selbst. Eisenerz und Holz. Produziert Eisenbahn. Eisenbahn brauche ich eigentlich auch für, dafür. Ein Feuer eigentlich überall ein bisschen. In ihrer Siedlung. Hä? Oh. Nein, wir brennen! Michael, tu doch mal! Was soll ich machen? Haben wir eine Feuerwehr? Nö. Kein Brunnen in der Nähe. Bringt das Wasser, meine Leute! Lasst nicht zu, dass ihr alles abfackelt! Sonst töte ich euch beim Teutates! Das Feuer ist ziemlich scheiße, es lässt relativ leicht löschen, aber es baut sich relativ schnell aus. Oh nein, Freunde, wir haben eine Siedlung abfackeln. Was wird alles noch passieren, wenn wir von Gegnern überrannt werden? Oh scheiße, das sieht wirklich scheiße. Oh nein! Das und vieles mehr in der nächsten Folge. Hier bei Anno 1701. Der Flammen nicht mehr Herr. Der Fluch des Drachen hat uns eingeholt. Scheiße! Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.